Willkommen zu meinem neuen Schachvideo. Döring-Lipowski. Dazu will ich doch mal meine Brille aufsetzen. Ich muss mal meine Brille holen. So, nicht, dass ich mich wieder so billig verlese wie letztes Mal bei dieser Partie. Springer F3, D5, D4, C6. Also wir beginnen mit Reti. D5. D4. Ja, C6. Ich habe die Partie ja schon mal nachgespielt, da habe ich mich aber vertan, weil ich anscheinend hier meinte, ich müsste das ohne Brille durchspielen, die Züge. Und ich muss sagen, dass ich die weißen Züge doch etwas mäßig finde. Ich kann hier aber auch nicht sehen, von wann die Partie ist. Ich will es mal so sagen. Oder das war die Zeit, wo ich die Schwarze. Das kann von dem, mit diesem Drucker, den ich jetzt habe, kann das nicht gemacht sein. Das sieht einfach zu Schreibmaschinenstilmäßig aus, die Schrift. Ist zwar keine Schreibmaschine, aber es sieht halt so aus. Ich weiß nicht, ob mein Drucker nicht zu besserem in der Lage ist, den ich jetzt habe. Springer C3. Läufer G7. Weiß tauscht das Zentrum ab. Vermutlich für G3, aber ich weiß nicht, ob die Gefahr bestehen würde, wenn man es nicht macht und G3 zieht. Ob Weiß dann, Schwarz dann überhaupt so die Möglichkeit hätte, den C-Bauern zu gewinnen. Ich glaube eher nicht dran. C4 schlägt Läufer G2 und keine Ahnung, Springer C6 oder Springer F6, Rochade. Normalerweise kann man sich so einen Bauern gar nicht halten. Oder ganz einfach Provan, Läufer G2 oder Dame A4 Schach. Läufer geht, Springer F6, Läufer G2, Rochade. Ja, entwickelt sich normal weiter. Läufer G2. Rochade. Es ist nicht schlecht, mit König aus dem Zentrum zu verschwinden. Springer E5. Ich muss auch ehrlich sagen, aus der heutigen Sicht kann ich so manche Züge mit Schwarz nicht nachvollziehen. E6 ist eigentlich. Wow, das ist eigentlich okay. Ich hätte wohl Angst, wenn der Läufer hier wegsteht. Und der Bauer kommt unter Beschuss. Dann kommt sowieso Dame B3. Schießt auf den Bauern und auf B7. Deswegen wahrscheinlich E6, um D5 erstmal zu festigen. Rochade. Springer FD7. Springer C6 wäre ja auch gegangen. Aber vermutlich hatte ich dann befürchtet, dass ich dann B6 nicht mehr ziehen kann, weil der hängen würde durch den Springer. Deswegen Springer Stopp. Ich glaube, ich habe hier Bullshit komische Züge gemacht. Springer FD7. Ich sollte mir abgewöhnen, die Züge machen zu wollen, die ich für logisch erachte. Und stattdessen mal lieber die Züge zu machen, die hier auf dem Partieformular stehen. Auch hier F5. Ich weiß nicht. Was soll denn. Was spricht denn gegen F6? Mit der Idee, den Springer erstmal wegzutreten und dann F5 zu ziehen. F5 gefällt mir zum Beispiel auch überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht strategisch, das ist taktische Minizüge. Ich will D5 verhindern. Oder ich habe befürchtet, F6, Springer schlägt D7, meinetwegen Springer schlägt D7, E4. Dass ich das befürchtet habe.
geht gegen den Bauern, der Bauer wird auch noch schwach auf die Dauer. Deswegen wollte ich E4 von vornherein verhindern. Läufer E3. Springer F6, er zieht wieder zurück. Dame D2. Dame D2. Ja, und jetzt kommt B6. Vermutlich hatte ich da befürchtet, dass dann der Springer hängen würde. Jetzt kann man Turm FC1. A6. Ja. Verhindert Springer B5. H3, Läufer B7. Gegen Springer G4 gerichtet. Vielleicht hätte ich den auch machen können. Springer G. Obwohl, dann nimmt er halt den Springer weg. Läufer B7, habe ich gerade noch gesagt. Turm C2, möchte den Turm verdoppeln. Warte, warte, warte. Die Borowski, jetzt warten Sie doch mal ab. Immer ruhig mit der Pferde. Ruhe. Mann, ich gehe eine Zeile runter. Springer BD7. Turm AC1. B5. Was wollte so B5 machen? Springer B6 vermutlich soll der bringen. Springer D3. Ja, es ist natürlich C5, das ein Schlagfeld. Turm AC8. Herr Lipowski, Herr Lipowski, gucken Sie aus Partieformular oder machen Sie mal gut siehe. Zug Nummer 17, Springer D3, dann kommt Dame B6. Springer C5. Das Problem ist nämlich, dass man ja nicht so viele Züge zurücknehmen kann. Vielleicht damit sich die Ochsen, die dann spielen hier, sich nicht in die Köpfe kriegen. Nee, ich nehme den Zug zurück und ich nehme auch. Das kenne ich ja, wenn ich im Verein gespielt habe damals. Gegen Leute, die nicht so gut waren. Da kommt man immer alle 15 Züge oder was erstmal ein paar Züge zurücknehmen für den Gegner. Oh, das habe ich nicht gesehen. Kann ich den Zug zurücknehmen? Das ist natürlich die optimale Art, eine Schachpartie zu spielen. Kann ich den Zug zurücknehmen? Aber mein Herr, wir können auch mal Maus spielen. Turm AC8. Ich spiele nicht gerne gegen Gegner, die ständig X Züge zurücknehmen wollen. Oh, das habe ich ganz übersehen, die Springergabel, Dame, Turm. Kann ich den zurücknehmen? Oh, ich habe ganz übersehen, dass der Bauer hinkt. Kann ich den Zug zurücknehmen? Vielleicht gegen sowas hier. 18 AC5, Turm AC8, G4. Ja, jetzt wird er wohl, hallo, Druck machen. Turm C7, G5. Jetzt zerre ich mir an diesen Kabel. Das ist blöd, weil das lenkt dann auch ein bisschen ab hier auf Dauer. Turm C7. Will wohl einen Gegenpol zum Turm hinstellen. So, und jetzt Achtung. G5, Springer E4. G5, Springer 3 schlägt E4. D schlägt E4. Ja, vielleicht hat mir das nicht gefallen, so zu nehmen. Obwohl F5 wäre noch blockiert. Wenn ich so aber nehme, ist ja, D5 ist auch blockiert. D schlägt E, nächste Zeile. D5. Will den Laden wohl offen machen. Außerdem ist jetzt die Diagonale offen. Es droht Springer E6 schlägt. Der Läufer hat die Diagonale zur Dame. Das ist jetzt gefährlich. Springer C5 schlägt. B4. Das ist nämlich jetzt gefesselt. Der kann da nicht ziehen, der Springer. ED5 schlägt. Und das war der Zug, den ich letztes Mal vergessen hatte auszuführen. Ich habe hier locker weitergespielt und irgendwann habe ich gemerkt, wie B schlägt C5. Das geht doch gar nicht. Läufer schlägt C5.
Ja, wie soll man sagen? Ich habe schlecht genug gespielt, um jetzt endlich mal doch zu verlieren. Obwohl, ach, das Läuferschach geht ja gar nicht. Vielleicht hat er mich in meinem Größenwahn darauf verlassen. Läufer C5. Turm schlägt C5. B schlägt C5. Ja. Vielleicht ist der Bauer noch blockierbar. Und dann mit den, vielleicht da mit C6 wäre jetzt wahrscheinlich notwendig. Um dann irgendwie mit Turm D8 und D4 noch auf Gegenspiel zu spielen. Aber den Bauern jetzt hier nicht zu blockieren, ist glaube ich nicht so gut. Und ich mach's noch nicht mal. Ich hätte hier wirklich überlegt, ob ich. Heutzutage würde ich mich überlegen, ob ich den Bauern nicht mit der Dame blockiere. Um den erstmal auf Eis zu legen. Oder ich habe gehofft, dass. Boah, kommt denn da nicht C6? Ja, genau, damit C7, C6. Na, ich weiß nicht. Das sieht doch schon bescheiden aus. C6. Läufer C8. Da muss ja mal einen Scheißtag gehabt haben. Dame D5 schlägt Schach. Alleine deswegen schon Dame C7. Das ist doch ganz großer Blunder. E3. Jetzt macht er den Laden dicht. Turm D8. Dame C5. Läufer E6. Ist er nochmal rumgeblandert? Hier habe ich aufgegeben. 1-0. Was habe ich denn hier schon wieder übersehen? Das war wirklich schlecht gespielt. Dame C7 ganz schwach. Dame C6 natürlich. Der Bauer muss blockiert werden. Vor allem darf man da nicht noch den D5-Bauern einstellen. Das war ganz schöner Schrott. Habe ich besoffen gespielt hier oder wie habe ich hier gespielt? Meine Fresse. Döring. Ab und weg. Was eine miserable Partie. Oh Mann. Alleine schon diesen Bauern nicht zu blockieren, war doch schon ein ganz großer Crap. Damit C6 um den Bauern und vor allem auch um diesen Bauern zu decken. Der war doch wichtig. Vielleicht hätte man dann noch machen können, den Bauern eventuell mal vorziehen mit der Läuferdiagonale, die so schön sind, die Diagonalen. Aber damit C7, was habe ich da nicht gesoffen, als ich da gespielt habe? War ich noch gesoffen bei den Partien? War eine schreckliche Verlustpartie. Der ja nicht mal, dass er eine dolle Zahl hatte. 1800 Gedönskirchen. Das muss ja schon eine alte Partie gewesen sein, wenn ich das schon hier. Obwohl, so. Seit wann gibt es eigentlich die DWZ-Zahlen? Früher gab es ja die Ingo-Zahlen. Also, ich kann meinem Spiel nichts Gutes. Vielleicht hätte damit C6 noch einiges hinausgeschoben. Mit dem Bauern hier und dann die Stellung dicht machen. Das war doch ganz großer Oberschrott. Hilfe, Hilfe. Ich beende mal das Video hiermit, bevor ich noch erbrechen muss. Wegen der meisterlichen Leistung hier. Und verabschiede mich mal bis zum nächsten Video. Andererseits, was will man hier noch? Vielleicht würde ich heutzutage versuchen, auch Beschiss zu spielen. Die Frage ist, wie? Wie will man das hinkriegen? Ich kriege ja auch keine Schachs. Irgendwie auf Turm D1 Schach spielen, dann Dame D1 Schach und dann kann ich ja auch nichts machen. Naja, ciao, ciao.